Teilhabe bedeutet für mich, dass ich unabhängig von meinem Rollstuhl jede Schule, jede Arbeitsstätte oder auch jede Ausbildung ausüben kann, wie jeder andere auch. Teilhabe für mich persönlich bedeutet, Menschen zu fördern und zu unterstützen. Dass Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen mitentscheiden können. Dass ich genauso flexibel wie jeder andere am Wohnungsmarkt eine passende Wohnung für mich finden kann, ohne groß vorher zu planen oder mich ausführlich zu informieren, an jeglichen Freizeitaktivitäten auch mit meinen Freunden teilnehmen zu können. Für mich Teilhabe bedeutet nicht nur Barrierefreiheit, aber vor allem, dass die Menschen anders denken, ohne Vorurteile über behinderte Menschen, über Menschen von anderen Ländern und so weiter. Auf einer Reise mit Freunden habe ich sehr viel Teilhabe erfahren. Zum Beispiel in Form von barrierefreiem Zugang zum Meer oder Lüftern in einfachen Hotelpools. Solche simplen Sachen haben mir gezeigt, dass Teilhabe auch überall möglich ist. Und auf dem Rückflug habe ich selber gemerkt, dass ich nicht nur noch meckern wollte, sondern mich dafür einsetzen wollte und was verändern wollte. Und das war der Moment, wo ich angefangen habe, mich für Teilhabe ganz bewusst zu engagieren.